Fünf Partner, ein gemeinsames Ziel. Den Bürgern im niederbayerischen Donauraum das Großprojekt Hochwasserschutz und Wasserstraßenausbau noch näher bringen, Transparenz schaffen. Eine Mammutaufgabe innerhalb eines 775 Millionen Euro schweren und auf 10 Jahre angelegten Investitionspaketes rund um das letzte freifließende Stück Donau. Fakten, Zahlen, aber auch teilweise schmerzliche Erinnerungen zu 69 Kilometer Lebensader Donau. Ab sofort ergeh- und erlebbar dank neuem Informationszentrum im frisch sanierten Deckendorfer Schiffmeisterhaus. Ja, es ist heute ein sehr schöner Tag, nämlich wir können Informationen für die Menschen gebündelt zur Verfügung stellen, nämlich Ansprechpartner in Sachen Ausbau für die Schifffahrt, aber auf der anderen Seite auch für den Hochwasserschutz. Mit unserer Plattform haben wir da wirklich eine gute Gelegenheit geschaffen und auch mit dieser Ausstellung. Die Maßnahmen laufen an, aber die Leute wollen auch informiert sein und deswegen ist es wichtig, dass dieses Informationszentrum gegründet worden ist, aber dass es bei uns in Deckendorf ist, ist auch ein Zeichen an die Bevölkerung, ja, wir machen etwas und informiert euch, damit ihr Bescheid wisst. Wenn Bürger informiert sind, ja, dann können sie ganz anders mit der Materie umgehen, als wenn es irgendeine Parole gibt oder irgendein Gerücht. Von vermeintlichen Gerüchten hin zu echter Öffentlichkeitsarbeit. Das bieten die vom Bayerischen Umwelt- sowie Bau- und Verkehrsministerium, der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, der RMD Wasserstraßen GmbH und vom Wasserwirtschaftsamt Deckendorf ins Leben gerufenen Ausstellungsteile auf insgesamt 2 Etagen. Das integrale Hochwasserschutzkonzept der Stunde. Bürgerfreundlich aufbereitet, verständlich und anschaulich mit Hilfe von PC-basierten Terminals, Schautafeln und Touchscreen-Elementen. Wenn Sie den Themenraum Hochwasser sich anschauen, dann sehen Sie letztlich alle Elemente des integralen Hochwasserschutzkonzeptes zwischen Straubing und Vilshofen. Und letztlich die wesentlichen Inhalte von diesem Hochwasserschutzkonzept sind auch ersichtlich, sprich Deichrückverlegungen, Erhalten von Rückhalteräumen durch sogenannte zweite Deichlinien, Abflussverbesserung auf den Vorländern und im Extremfall, wenn es nah oder vom Platz her nicht anders geht, eben auch Erhöhung der Deiche. Aktuelle Themen, über die sich Besucher im Schiffmeisterhaus ab sofort beinahe täglich von 10 bis 16 Uhr kostenlos informieren können und auch sollten, denn es sind praktisch parallel alle Planfeststellungsverfahren in Arbeit bzw. schon in der Auslegung und es ist schon eine enorme Leistung, die hier von der Wasserwirtschaft erledigt wurde. Jetzt liegt es auch an den Gemeinden und Bürgern vor Ort, hier schnellstmöglich sich auf Linien zu verständigen, dass da nicht lange rumdiskutiert wird, weil je eher, dass wir einen Planfeststellungsbeschluss haben, so eher kann gebaut werden. Ich glaube, das sollte unser Ziel sein. Wir brauchen alle Beteiligten, wir brauchen die Kommunen, die Verbände, die Landwirtschaft. Das ist meine große Aufgabe, wirklich um die Solidarität zu werben und vor allen Dingen auch in den Mittelpunkt stellen. Es geht um die Sicherheit, es geht darum, dass wir uns künftig vor großen Hochwassern schützen können. Mehr zum Thema aktueller Stand beim Hochwasserschutz sehen Sie morgen hier auf Donau TV im Talk mit RMD Wasserstraßen GmbH Geschäftsführer Thomas Kunz.